Bei der Kinderklinik besteht seit 30 Jahren eine gute Zusammenarbeit mit der Stiftung Theodora. Am Anfang haben die Traumdoktoren die Kinder und Jugendlichen auf den Stationen besucht. Die Anwesenheit der Traumdoktoren wird sehr geschätzt. Sie lenken ab, erheitern, trösten und tragen so viel zur Entspannung der Patienten und ihrer Familien bei. Seit 2016 haben wir die Operation Traum, wo die Kinder und Jugendlichen immer am Mittwoch und Freitagmorgen von den Traumdoktoren vor einem chirurgischen Eingriff begleitet werden. Die Traumdoktoren gehen sehr sensibel und individuell auf Patienten und Familien ein, spüren auch gut, wenn sie mal nicht erwünscht sind. Das kann vorkommen, ist aber sehr selten. Pflegende und Traumdoktoren arbeiten eng zusammen. Weil wir uns meistens schon lange kennen, verstehen wir uns häufig ohne Worte und arbeiten so Hand in Hand. Jeder spürt, wo er gerade gebraucht wird. Es kommt vor, dass Eltern gerade von chronisch kranken Kindern explizit nach Terminen im Spital fragen, wo die Traumdoktoren vor Ort sind. Es ist immer wieder schön zu erleben, wie gut die Kinder und Jugendlichen auf die Besucher reagieren und so mit dem Spitalaufenthalt auch positive Emotionen verbinden.